Der Tag beginnt mit einem Strandbesuch. Nisserath heute sehr lustig mit einem Original Charlie aus Wien Hut. Sie sagt immer Charlie 2, Charlie Nummer 2. Die Fahrt zum Arcadia Beach Center, wo die Grundbucheintragung für alle die Arcadia Building stattfindet, sind wir hier gemütlich beisammen und hier geben wir alle Daten und Informationen bekannt, die gebraucht werden für unsere Grundbucheintragung. Nachdem alle die Daten überprüft wurden, der Pass überprüft worden ist, bekomme ich hier die Grundbucheintragung, das Scharnott zu meiner Wohnung, die ich gekauft habe. Im Anschluss an die Grundbucheintragung sind wir dann wieder rübergefahren in unsere Apartmentanlage Arcadia Center Suite, wo wir hier besichtigen, was die Handwerker in der Zwischenzeit in der Wohnung alles gemacht haben von den Geräten, die wir in den Vortagen eingekauft haben. Nach getaner Arbeit muss man sich auch ein bisschen relaxen und wir haben entschieden, nachdem wir auch noch immer in MITT unsere Zimmer haben, dass wir kurz in Lola's Dream, das ist oben im mittleren Level, eine schöne Poolanlage, wo wir uns eingefunden haben zum Relaxen. Wir haben entschieden, nach Lola's Dream, wo wir uns im Bad relaxed haben, auf eine tolle Massage. Und hier sind wir bereits angekommen im Massagecenter und hier ist die Vorbereitung auf die Massage. Einige Kleidungsteile bereits ausgezogen, wird hier Position bezogen, wie was zu tun ist. Die Hosen müssen wir noch auf einen anderen Platz schlichten. Die Massage voll im Gange, hier schon bereits im zweiten Teil, wo nun der Kopf massiert wird, der Rücken und andere Teile im oberen Körper. Die Massage war hervorragend, wir sind ordentlich durchgeknetet worden und natürlich bekommt man einen Hunger. Und wir haben ja auch vereinbart, dass wir uns mit der Nisserath hier am Markt treffen. Das ist gleich rechts vom McDonald's. Sind wir hier nun unterwegs und schauen uns an, was wir uns hier zusammenstellen werden für ein gemütliches Abendessen. Hier sieht man die verschiedenen Marktstände. Manche bieten Spießchen mit Hühner an, also Hühnerspießchen. Manche bieten eben verschiedene Teigspezialitäten an. Andere wiederum im Bereich Fische. Und natürlich, was uns wichtig ist, im Bereich Krokodile. Die haben wir diesmal nicht gegessen, die Krokodile, sondern wir haben uns etwas ausgesucht, was eben ein bisschen europäisch ist. Hier sieht man noch die verschiedenen Getränke. Also dieser Markt bietet eine umfangreiche Palette an Speisen an, damit für jeden etwas dabei ist.